Alles klar, okay. Jo, okay, ciao. Hallo und herzlich willkommen in David Werkers Omega-Garage bei Kochen ohne Leidenschaft. Ihr kennt das Problem, Freundin hat gerade angerufen, hat gesagt, sie hätte gern was Süßes. Ich sage, ja, dann nimm doch mich. Sagt sie, ja, gerne später. Aber vorher hätte sie gerne noch so was Leckeres. So, jetzt ist das Problem, was haben wir da? Wir haben Toastbrot, Zucker, Milchersatz von Campus, ganz wichtig. Und wir haben Kinderschokolade. Das sollte mich doch sehr wundern, weil wir daraus nicht das großartige Tiramisu à la mich hinbekommen sollten. Aus dem handelsüblichen Toast und Messer werden ratzfatz leckere Biskuits. Dann die Kinderschokolade kurz einfach ins Glas rein. Und das Ganze ab ins heiße Wasser. Bisschen köcheln lassen. Dann das Ganze ein bisschen garnieren. Und wichtig, Kaffeeweißer von Campus. Bisschen Wasser drüber, umrühren und fertig ist das. Kurz dazu gießen, nochmal umrühren. So, sieht alles schon ganz gut aus. Für ein richtig gutes Tiramisu brauchen wir jetzt mal noch so ein bisschen einen kleinen Schuss im Feuerwasser. Dann hat nämlich die Dame des Herzens die Klinge schneller am Ohr, als ich Unterberg sagen kann. Gucken wir mal kurz, was ich machen will. Also, ich hatte ja nichts mehr da, aber der Nachbar draußen vor der Tür, der jeden Tag sitzt, da hat noch zwei super Bonnekamp-Jachtbitter. Das ist genau das richtige Kaliber. Hui, da ist aber auch ein feines Tröpfchen, meine Güte. Das ist aber wirklich vom Abgang wirklich Prosecco-ähnlich, würde ich sagen. Das ist ein Feind, das ist ein Südrewe, würde ich sagen. Chateau Alarm im Darm. Der kann das. Gut, gut. Und rein damit, dann alles zusammen schön lecker oben drüber, bisschen von Kaffeeweißer noch und zum Abschluss schön garnieren mit der Kinderschokolade und dann muss das Ganze eigentlich nur noch eben für 6 Monate in den Kühlschrank. Dann schauen wir doch mal. Ebola. Tiramisu à la mich, der Dosenöffner par excellence.